klar, sie sind groß genug, um das Wasser zu blockieren, aber sie wachsen in die falsche Richtung. Du bist die einzige Pflanze, die so schnell wächst. Echt schade, dass du keine so schicken Knarren hast, Rocket. Mach so weiter, dann klaue ich sie dir im Schlaf. Wenn ich springe, kannst du mich auffangen, oder? Finden wir es raus. Das ist nicht sehr beruhigend. Du musst nur den Sprung schaffen. Warum lassen wir ihn nicht hier und konzentrieren uns auf Drax' Rettung? Er wäre ja, auch immer noch dann hier. Und falls nicht, tja. Groot würde da nie mitmachen. Worüber redet ihr da? Wie ist es jetzt? Wir müssen was übersehen haben. Das ist doch nicht wahr. Können wir ihn einfach zurücklassen? Was macht eine so große Pflanze überhaupt so weit hier unten? Die Priester nennen sie Gura, Spenderin von Licht und Leben. In unserem Fall würde mir ein bisschen Schutz reichen. Gamora, klettern wir da rauf. Dann sehen wir uns das Problem an. Das Problem ist, dass Rocket sich zusammenreißen muss. Ja, viel Glück dabei. Zu Struppis Verteidigung muss man sagen, dass er schon in viel weniger Wasser ertrunken ist. Genau. Moment, was? Kommt dir das nicht absurd vor? Er hat ein Problem mit Wasser, was soll ich denn machen? Du sollst sein Anführer sein. Du kennst Rocket doch. Vermisst sonst noch jemand plötzlich Drax' Anekdoten über Kittel? Er würde bestimmt ein paar Mädchen von Kittel zum Besten geben, die zu unserer aktuellen Lage passen. Du willst mich doch wohl verarschen. Auf der anderen Seite drüben ist auch noch einer. Bring den Nagel gleich selbst um. Weniger nass. Ich bin 0% interessiert. Okay, weiter geht's. Leck mich, Rocket. Alter Schwede. Was für eine unnütze Mission. Gut. Groot, heb das hier mal an. Ich bin Groot. Du kannst da anhalten. Danke. Ich bin Groot. Hey Groot, kannst du das hochheben? Ich bin Groot. Da ist es wunderbar. Ich bin Groot. Scheint stabil genug für einen Ankerpunkt zu sein. Muss ich das jetzt den ganzen Wirt erledigt? Ich bin Groot. Du könntest sie bitten, sich zu bewegen, aber das ist bestimmt keine von diesen klugen Pflanzen. Ich bin Groot. Tja, siehst du, hab ich doch gesagt. Ich meine hier ein paar Teile. Der Trick, den wir jetzt hier. Hä? Wie, ich muss da nochmal hoch. Lass deinen Rocket ziehen! Na bitte. Sollen wir wissen, wer das ist? Das Meer geteilt hat? Oh, mit seinen Tentakeln, richtig? Was? Nein! Egal. Danke, Quill. Wirklich. Ich hätte schwören können, er hatte Tentakel. Na, was sagst du, Groot? Man jetzt weiß ist das es ganze nicht. Team wieder vereint. Ich bin Groot? Absolut. Ein trockener Rocket ist ein glücklicher Rocket. Ach, jetzt bist du glücklich? Oh ja, du solltest mal die dunkleren Versionen von Struppi sehen. Oder vielleicht besser nicht.
Du solltest sie auf keinen Fall sehen. Kommt dir dieser enge Korridor bekannt vor, Mantis? Ich bin ziemlich sicher, das ist der nasse Teil. Der was bitte? Ich dachte, das war gerade der nasse Teil. Ach du Scheiße. Alle in Ordnung? Ich würde Sterne sehen, wenn ich was sehen könnte. Ja, das ist nicht gut. Also, wegen der vielen Zukünfte, in denen wir sterben. Ich bin Groot. Konnte er das etwa schon immer? Ich bin Groot. Er sagt, er prahlt nicht gerne. Danke, Kumpel. Ich bin Groot. Nein, ich sag's Ihnen nicht. Oh, richtig. Die Sache, die du uns in der Dunkelheit erzählst, die ist wirklich wichtig. Nein, ist sie nicht. Sei still. Ich bin Groot. Was hab ich gerade gesagt? Du bist unter Freunden, Rocket. Es ist nichts, okay? Nur, im Labor haben sie mit mir Tests in Wasserröhren gemacht. Und das war schlimm. Wirklich, wirklich schlimm. Reizentzugsexperimente auf Kaltwelt. Davon habe ich gehört. Der Reizentzug war der Reiz im Urlaub im Vergleich zu den anderen Sachen. Und deshalb hast du es, nass zu werden. Flork! Ich hatte keine Ahnung. Mach keine große Sache draus. Ich bleib einfach lieber trocken. Das ist alles. Wo muss mein... Oh, hier. Jetzt kommt der Teil. Oh. Okay, hat noch jemand die Schnauze von Fräulein Kryptisch gestrichen voll? Ich bin. Hübsch, mach mal halblang. Wie lange müssen wir noch rumlaufen und uns die Schienbeine an Felsen aufschlagen? Wenigstens scheint es dahinter heller zu sein und weniger nass. Ich bin dabei. Mantis, irgendwas, oh, alles, schon wieder Nebel. Wir Ausschau halten sollten? Ach, da ist dieser unheimliche Nebel schon wie... Der ist immer hier. Immer. Bis er es nicht mehr Was ist. Was soll das denn? Nein, Moment doch. Aber es sind nicht diese Flaknasen, sondern die gruseligen Augäpfel aus der Quarantänezone. Ich höre definitiv Hellraisers. Dann hörst du falsch. Es sind Augäpfel. Ich weiß es nicht. Gamora hat recht. Wir wissen, dass Hellbenders Handlanger uns bis hierhin gefolgt sind. Was sagt man da? Hellraiser? Ich weiß doch, was ich gehört habe. Sag. Mach dein Ding, Gamora! Wieder ein Engel, Spaß machen! Irgendwelche letzten Worte? Hey, seht mal, der Nebel liegt... Das ging schnell. Und es gibt jetzt einen Weg raus. Komisch, als hätte dieser Ort einen eigenen Willen. Keinen Willen, eine Macht. Du bist nicht in Star Wars. Hat sonst noch jemand ein Déjà-vu? Ach, fantastisch. In diesem Nebel sieht alles gleich aus. Aber es klingt nicht gleich. Das sind diese Galladinger von Segnaf. Das erklärt Dickerchens Cousin. Nein, es ist das Novakor. Ich höre Stimmen. Wieso erkennst du den Unterschied zwischen Monstern und Personen nicht? Das ist es nicht. Wir hören ganz klar verschiedene Dinge. Gamora hat recht. Ich kann mir aussuchen, genau wie in der Nova-Basis, als ich den Helm aufgesetzt habe. Ihr spinnt beide. Hätte ich gerne den Helm nehmen sollen. Wir können unseren Toren nicht bauen. Also wirklich nervig gewesen. Daher. Ziemlich gut zusammen. Wenigstens scheint es einen Weg rauszugeben. Ich hoffe, der führt doch ruhig nach draußen. Und nächste Stage. Können wir zurückgehen? Ich weiß nicht mal, wohin zurückführen würde. Okay, das sind jetzt die hüpfenden Augäpfel aus der Quarantänezone. Keine Frage. Ich mach da nicht mit. Etwas spielt mit uns, ganz klar. Ich bin gut. Chitauri? Okay, das ist einfach nur falsch. Du bist schlimmer als sie. Ich bin gut. Diese übergroßen Eidechsen machen Klickgeräusche. Du hast Moos in den Ohren. Groot hat recht. Es sind Chitauri. Diese Dinger werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Sind relativ leicht zu besiegen. Wie lange
machen. Ich hab das Gefühl, sie verursachen das Feld. Wie tief geht das runter? Es ist endlos. Oder kreisförmig. Der Nebel ruft und wir antworten. Dann sollten wir mal Gummibärchen sagen. Statt Chitori. Da, hört ihr das? Trau dem nicht, kleiner Struppi. Das ist nicht richtig, es kann nicht real sein. Fühlte sich im Kampf aber echt real an. Es ist der Nebel, das sind nur Geräusche. Und es ist reiner Zufall, dass sie klingen wie die ganzen verflackten Mistbeutel, die uns in letzter Zeit umbringen wollten. Shh. Was heißt hier? Shh. Der Typ hat recht. Shh. Recht womit? Da ist ein neuer Weg raus. Es war also nichts? Kommt drauf an, würde ich sagen. Es hat etwas mit dem seltsamen Nebel zu tun. Immer wenn du einen Feind beim Namen nennst, kann der Nebel diesen Feind erscheinen lassen. Dann war der Trick, die ganze Zeit den Mund zu halten? Als ob das bei uns jemals passieren würde. Ich habe zahllose Versionen von uns gesehen, die alles Mögliche bekämpft haben. Aber die Quelle, die ist noch nicht fertig mit uns, Wächter. Naja, dann halten wir eben die Augen offen und den Mund abzufassen geschlossen. Moment, einfach. Es besteht gerade keine Gefahr. Nichts für ungut, Kevin. Regenwürmer, aber gesagt. Nichts, was du sagst, ist noch von Bedeutung. Dann ist der Nebel jetzt also eine Wesenheit? Ja, so ungefähr. Ah. Sei nicht frustriert, kleiner Struppi. Wir sind alle noch am Leben. Das ist super selten. Also, wenn ein Nebelmonster uns töten will, bedeutet das doch, dass wir uns dem Ziel nähern. Was auch immer es sein mag. Das klingt nicht unlogisch. Und wenn dieses Nebelmonster böse Dinge erscheinen lassen kann, funktioniert vielleicht auch das Gegenteil. Wenn wir alle sagen, Heilung für Drax, passiert genau das, wonach wir die ganze Zeit suchen. Schön wär's, Star-Typ. Aber nein. Endlich gibt sie mal eine klare Antwort. Aber wie ich gerade eben selbst, wie ich gerade eben gesagt habe, wir können Gummibärchen erschaffen. Regenwürmer. Oh oh, hörst du das? Nein, was denn? Fließendes Wasser, große Mengen davon. Oh, und die Wahrscheinlichkeit, dass du ertrinkst, wird immer höher. Einfach so. In einer wir können das Gummibärchen erschaffen lassen. Toll. Lass mich raten. Weiter runter. Nur wenn du Drax retten willst. Und die geklappte Galaxie. Ich komme auf dich zurück. Schnecken. Hunde. Oh, ah, Hunde sind nicht so gut. Chihuahuas. Hast du endlich erkannt, weshalb wir hier sind? Keine Boxe. Chance. Aber ich weiß, dass es nicht leicht wird. Vor allem nicht für dich. Okay, ein letztes Mal! Das letzte Mal! Schon okay! Ein Babykätzchen. Hieran erinnere ich mich gar nicht. Okay, okay, hört mal, Leute, ich weiß wirklich zu schätzen, was ihr alle für mich getan habt mit dem Wasser und so, aber der Käferlady noch weiter zu folgen, ist eindeutig bescheuert. Rocket. Nein. Nebelmonster? Höhlenschweine? Nasse Wasserfälle? Theoretisch sind Wasserfälle... Ist sie nein, Quill. Sie hat keinen Schimmer, wo wir sind und auch nicht, wo wir hingehen. Und erst recht nicht, was wir suchen. Mantis, ist es warm oder kalt? Raumtemperatur. Okay, okay. Das ist verrückt. Sie ist wahrscheinlich verrückt. Aber um sie geht's nicht. Es geht um uns. Und ich bin super stolz auf uns. Weil wir noch nie für etwas so weit gegangen sind. Oh, das ist die, wo du alle inspirierst. Wer waren wir denn, als wir angefangen haben? Du warst ein Schmalspurpirat, der Null auf die Reihe gebracht hat. Genau. Und du ein Schmalspur-Kopfgeldjäger. Na, genauso toll. Pleite und runtergekommen und so egoistisch wie ich. Immer auf der Jagd nach Kohle, einer Bar oder irgendeiner Bank. Die zum Knacken war. Zu nennen. Manches würde ich auch jetzt nicht ablehnen. Ich auch nicht. Aber wegen nichts davon sind selbst. Wir jetzt hier. Oder? Uns geht's ganz allein darum, Drax zu retten. Und nicht Drax, den Zerstörer, oder Drax, den gestörten Gangster, sondern Drax, unseren Freund. Und Gamora, du hast Leute bis ans Ende der Galaxie gejagt, um ihn oder Rache zu nehmen. Und das wahrscheinlich auf grausamere Art, als man sich vorstellen mag. Fühlt sich das dagegen nicht irgendwie Schnecken. Gut an? Jemandem zu helfen, an dem dir was liegt? Für mich fühlt sich's geil an. Und Groot... Er meint, du musst jetzt nicht... Doch, eben doch. Fantastisch. Wir alle müssen uns von dir eine Scheibe abschneiden. Du moserst nie rum.
Und wenn doch, dann mach ich nicht mit, aber ich bin ziemlich sicher, dass du es nicht machst. Du bist immer für uns da. Und genau darum geht es. Um uns. Als Team zusammenzuwachsen und einer bekloppten Lady in eine Todeshöhle zu folgen, weil einer von uns Hilfe braucht. Denn wir sind ein Team, eine Familie. Ja. Wir sind die verflockten Wächter der Galaxie. Yay! Starker Monolog, Will. Das hat mich niemand aufgehalten. Ach, das Problem. Es war wirklich eine deiner besseren Ansprachen. In Stücke geschnitten. Fällt er den Baum. Ich will dir auch nicht wehtun, aber er will mich schlagen. Für mich selbst. Was können wir nicht dazu bringen, dass er etwas Freundliches erschafft? Er würde nur die böse Version davon machen, wie bei diesen Jungs. Ja, dann... Oh. Wie so dumm, oder? Ja. Ein böser Regenwurm. Zeit für den Schredder! Letzte Bestellung! Oh, ich spüre, wie sich Spannungen aufbauen! Ich dachte, dass ich das mal sage, aber mein böses Ich sieht gut aus. Das sollte man die Welt auch nicht sehen. Eure Schatten nicht werden sie aufhören. Werden nie sterben, bis ihr die Quelle tötet. Das riesige Gesicht, Peter. Ja. Das Gesicht. Aber wie? Es wird hoch wie jeder Steinhaufen. Rocket Feuerwerk! Wenn du die Statue von innen heraus sprengst! Die Öffnung ist voller Wasserquell! Besorgt nur einen anderen Zugang! Rocket, da brauchst du rein, oder? Mit. Oh nein! Oh. Jetzt liegt der Zeit, um Angst vor Wasser zu haben. Die gruselige Statue ist die Quelle des Nebels! Tu ihn weh, Gamora! Wie ein heißes Messer! Lass sie weg, Rocket! Rocket, könntest du? Achtung! Wir gehen hier drauf gegen Raum, den wir gehen hier oben drauf jetzt. Diese Bedeiber, ihr Hinterstatus-Statue! Das Böse muss von innen heraus gestoppt werden! Das ist ein Job für den Klang! Warum kommst du nicht? Hey, Nebel! Ich hoffe wirklich, dass ich nicht... Siehst du, was ich sehe? Ja, da komm ich rein! Na, danke. Zerschnetzel sie! Ich dachte schon sofort nicht! Okay, dann jagt mir das Ding mal in die Luft! Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch abwehren kann, Peter! Rocket. Immerhin. So, wie war das? Hat's geklappt? Es hat sich wirklich so angefühlt. Warum kämpfen wir denn noch gegen sie? Und sie? Die Quelle ist zur Hälfte zerstört. Kleiner Struppi muss es zu Ende bringen. Na, Flak, ich war wohl nicht tief genug drin. Such mir einen neuen Zugangspunkt, Quill. Nein, der ist unter Wasser. Ja. Oh, ich spüre, wie sie Spannungen aufbauen. Kleiner Struppi muss es zu Ende. Ja. Ich denke, jetzt brauchen wir nur noch eine Sprengung. Nein, das Wasser, Quill. Ich kann nicht. Du weißt nicht, ich kann nicht. Okay, nein, schieß weiter. Es muss irgendwann aufhören. Oh, gut, okay, ja. Ja. Das gibt's. Ouch! Tut mir leid!
Spitze getrieben. Komm, jetzt würdest du mal bitte. Siehst du ihren Gesichtsausdruck, wenn ich von oben herabstoße und sie in Streifen schneide? Oder den, wenn sie erkennen, dass Groot sie in einen Bogen eingespannt hat. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es macht Spaß, mit euch zu kämpfen. Okay, klar. Wir haben da draußen einfach einen Riesenspaß. Wir ballern rum und amüsieren uns prächtig. Aber wenn wir unseren Fokus verlieren, wenn wir die verrückten Gedanken nicht loswerden, die uns durchschütteln, dann sind wir erledigt. Wer ist dabei? Ziehen wir es durch! Zerleg! Nur ein bisschen Schwimmrocket! So gut! Ich kann nicht, okay? Du kriegst das hin! Weich aus! Ja, Groot! Groot! Antworte mir, Kumpel! Das ist keine Option, Rocket! Scheinbar doch. Bis auf die Knappen! Pack deine Smartphone drauf! Oh, du fängst es immer an! Versuch weiter! Rocket, du Scheiß! Los, Kumpel! Komm schon! Gut, wird das noch was? Es hat Groot! Du musst es sprengen! Auf geht's! Bitte, kleine Schuppi, sonst ist alles verloren! Wir können sie nicht ewig zurückschlagen! Das Gesicht braucht nur noch einen großen Bums! Es wird niemals aufhören, kleiner Struppi! Sie werden das wiederholt sich doch! Im Ernst, Rocket? Du musst sie von innen sprengen! Bitte, Rocket! Nein, ich sterbe lieber im Kugelhagel als Schmetterling! Wie wär's damit, nicht zu sterben? Könnte das eine Option sein? Tut mir leid, okay? Ich kann einfach nicht! Peter! Hilfe! Oh nein! Bring ihn gleich eigenständig um. Kleine Struppi, bitte! Was? Das ist nicht meine Schuld! Doch, es ist. Rocket, lass ihn weg! Ich bin nicht alleine. Und dann sind wir geliefert. Ich will jeden einzelnen von euch um. Ich hasse dieses Spiel an manchen Stellen. Wie viele wisst ihr noch dort gesehen? Okay, pass auf, Rocket! Ich bin auf dem Mundwell! Ich weiß, was ich tun muss und ich werde... Ich überwinden und es tun! Sei vorsichtig, Rocket! Es muss klappen, es muss klappen! Komm schon, Rocket, du kannst das! Er kann doch! Oder möchtest du? Schande! Mach schnell! Ich bin geliefert. Mist, Mist, Mist! Warum hat es nicht geklappt? Du musst es zu Ende bringen! Wo ist Rocket? Bring es zu Ende, Statue! Bitte! Na wie? Sonst war alles umsonst! Ja. Wie? Seht ihr, wozu ihr mich gebracht habt? Was kann ich, was tue ich? Ich bin Gamora! Jetzt liegt alles an dir, Statue! Bring es zu Ende! Na wie?
Was muss ich tun? Stürze den Rest der Statue. Ah, okay, 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 ich verstehe. Dann schaffe ich es noch. Wir haben nur. Ich weiß, was du gleich sagst. Leck mich fett. Mach das nicht nochmal. Und das wird ihn nicht umbringen? Nein! Untätigkeit bringt ihn um! Uns alle! Aber wie? Leck mich fett! Dieses Dreckslevel. Checkpoint, 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 Checkpoint. Du willst mich wohl verarschen. Okay, pass auf, Rocket. Ich weiß, was halt den Mund, Quill. Ich weiß, was ich tun muss und ich werde mich überwinden und es tun. Sei vorsichtig, Rocket. Okay. Es muss klappen, es muss klappen. Komm schon, Rocket, du kannst das. Er kann's doch. Oder mach es. Muss ich die Mütze ausschalten? Yeah! Rocket! Mist, Mist, Mist! Warum hat es nicht geklappt? Du musst es zu Ende bringen! Wo ist Rocket? Ja! Na bitte. Das war eine schwere Geburt. Ich bin gut. Rocket? Seht ihr? Immer noch am Leben. Unglaublich, dass du das für uns getan hast. Hey, ein Freund brauchte Hilfe. Oder mehrere. Rocket, Mann. Ja, ja. Können wir jetzt bitte endlich Drax retten? Warm. Wärmer, ganz warm. Ich glaube, sie will, dass wir da reinspringen. Ich weiß ja nicht, wonach wir genau suchen, aber es ist da unten. Okay, bringen wir es zu Ende. Ich will mich nicht umsonst nass gemacht haben. Wir müssen uns beeilen. Ich fühle, dass die Lügen der Materialchen im Geist des Wiesens grün dreister werden. Na dann. Oh ja, das hier ist der Ort. Das ist das Trend. Ich bin mir sicher, dass wir ihn hier finden würden. Weißt du jetzt, wonach wir suchen? Etwas, das Nebel schmollt und seine schwärenden Wunden leckt. Falls es hier ist. Sie wird uns hier unten an irgendwas Fürchterliches zerfüttern, ganz bestimmt. Ist mit einem Kampf zu rechnen? Wahrscheinlich. Ihr Jungs seid im Deeskalieren nicht sonderlich bewandert. Machst du Witze? Es spielt keine Rolle, was hier unten ist. Wenn es unseren mürrischen Ketefianer zurückbringt, bin ich dabei. Und der Rest von euch sollte es auch sein. Kommt schon, Jungs. Wir sind die verdammten Wächter der Galaxie. Soll ich das sein? Ich habe diese Sätze schon so oft von dir gehört. Und dann sagt Gamora sowas wie, wir werden Drax brauchen. Aha, und dann sagt der kleine Struppi. Nein, ich spiele da nicht mit. Und dann sagt der kleine Struppi sowas wie, wir sind da, die Heimat des heilenden Lichts, Quelle des Heilmittels. Dann machen wir es anders. Das ist ein Kokon? Ich habe doch gesagt, sie verfüttert uns an einen Riesenkäfer. Widerlich. Bitte sag mir, dass Drax allein in diesen ekligen Eiersack rein muss. Ah, der Verführer fand frisches Fußvolk. Was zum... Ein Gold oben ohne Typ. Geistloses Gefolge. Triss das
Blödbart! Ihr verkennt den Frevel eures feigen Vordringens. Ich glaube, den können wir nicht besiegen. Gegen einen Gott gibt es kein Gewinnen. Es wartet auf dich, du Wurm! Oh, diese ist es also. Okay, fieser Grüner, dein Auftritt. Hab ich dich. Welch wildes Feuer wütet in dir? Das sind nackte Auswüchse deines kranken Gehirns. Alles klar, Leute, er ist es! Aaron Witchcraft! Nein, Moment. Aiden Warlock! Ashley Walrus? Adam Warlock? Genau, der goldene Gott-Heini! Moment mal. Dieser Tarzan hier ist Rakers göttliches... was auch immer? Ganz gut in Schuss für eine Leiche. Seid ihr nicht Schergen des scheinheiligen Schäfers? Wir? Schergen von Raker? Also echt, wir wollen den Kerl am Arsch kriegen. Siehst du, Freunde? Okay, mein Großer, gehen wir rein. Mal ganz schnell hintereinander. Auf geht's! Alle, in denen wir sterben, sind schon passiert. Raker hat die halbe Galaxie völlig mischugge gemacht. Und unseren Freund hier auch. Und dich gegen so ein junges, blauhäutiges Modell eingetauscht. Und? Kannst du uns helfen? Mantis glaubt wohl, du kannst Drax heilen. Meine himmlische Heilkraft ist eine heimtückische. Eine Torheit, die ich schwor, nie wieder zu begehen. Oh, kann den mal irgendeiner übersetzen? Er hat Nein gesagt. Meine Hilfe kann nur heißen, mich im Hintergrund zu halten. Nein, diesmal nicht, Goldie. Ihr müsst die Teile wieder zusammenfügen. Wir müssen euch nur näher an das Puzzle führen. Und das wäre dann wo? Hier drin natürlich. Ach du. Nein. Hey, Moment, darüber müssten wir nochmal. Was zum Fla. Bring hell down from above.